Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Melody. Wir sind heute zum letzten Mal hier. Deswegen wird das hier so ein bisschen Speedrun-mäßig. Aber wir haben alle 100 Kinder auf der Welt. Jetzt müssen wir sie nur noch fertig altern. Das heißt, wir werden auch ganz oft in den Cars gehen, weil ich möchte trotzdem jedem sein verdientes Umstyling geben. Und wir beginnen direkt mit unseren drei Kleinkindern. Letzi Fetzi! Und jetzt ab geht's. Ich meine, das wird jetzt ja eh ein Spaziergang. Wir haben keine Säuglinge mehr. Wir kriegen das locker easy hin. Ihr macht das alle ganz toll. Eine Maus ist am Schlafen. Das ist aber auch komplett in Ordnung so. Melody macht nix. Die Kiddies machen ihre Hausaufgaben. Oh mein Gott. Kannst du vielleicht den Müll leeren? Ich habe hier vor der Aufnahme auch mal diese ganzen Flaschen weggeräumt. Weil das ein bisschen disgusting war. Girl, ich bin so stolz auf dich. Auf geht's, ab geht's. Ab zur nächsten Station. So, du musst nochmal umarmen. Vielleicht kann deine Mama danach Flashkarten mit dir lernen. Warum ist da jetzt so ein Haken? Ich hate es. Oh, Lexi ist aggressiv. Die Olle brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, aber egal. Okay, das hier klappt nicht mit euch. Dann brauchen wir die Olle vielleicht doch. Dann kann sie nämlich mit uns Flashkarten machen. Oh, wir können sie nur treten. Das ist so eine asoziale Sache, ne? Egal, dann lassen wir es. Wieso ist das Puppenhaus kaputt? Egal. Alles mit der Ruhe. Wir machen Speedrun, aber es wird hier auch klappen ohne Puppenhaus. Ich meine, es wird ja gleich dann gefixt. Das ist ja alles das, nicht das Problem, aber jetzt gerade ist es blöd. Leichter Schlaf. Gibt Schlimmeres, Million. Lexi, Alter. Okay. Pop off. Anscheinend geht das mit dem Rutschen viel schneller mit dem Bedürfnisaufbau, Dingsy. Okay, dann nehmen wir danach ein Tablet mal. Speedrun Master einfach. Million, yes. So, und du gehst auch direkt ans Tablet und machst direkt denken. Ihr macht das alle ganz supi. Du solltest danach aber vielleicht mal schlafen. So, alle sind in der Haia. Sehr schön. Auf geht's zur Schule, ihr Mäuse. Ich habe meine Rechnung vergessen. Passiert. May fast die Wegzeit. Passiert. Yes, 1er-Schüler und 2er-Schüler. Warum sind die unterschiedlich? Egal. Wir brauchen einen neuen Kuchen. So ein Scheiß. Oh, sie kann Eleanor fragen. Das ist sehr gut. Dann kann sie nämlich zumindest schon mal gebadet werden. Oder auch nicht, weil sie wieder alle keinen Bock haben. So, let's go. Happy Birthday to you. So, und du bist nicht kokett. Und du möchtest Selbstpflegespezialist werden. So, Cletus ist schon Level 2 der Logikfähigkeit. Das ist richtig gut. Aber kannst du vielleicht trotzdem erstmal dein vorheriges Projekt beenden? Da kriegt er auch Logik, guck mal. Das ist dann vielleicht ein bisschen unnötig gewesen. Aber egal. So, ihr fehlt nur noch Denken. Richtig gut. So, alle sind am Stissel. Ich lieb's. Das wird heute was werden. Ich sag, wie es ist. Damien wird jeden Tag klüger. Süß. Yay, Schulprojekt abgeschlossen. Du bist noch nicht am Ende deiner Kräfte. Deswegen mach dein nächstes Projekt auch noch wegen den Fähigkeiten. So, und du solltest dann auf jeden Fall auch in der Schule befördert werden. Aber er kann sich ja nochmal an die Hausaufgaben setzen. Vorsichtshalber. So, er hat Level 3 erreicht. Wenn er es abschließt, wäre es aber sehr, sehr cool. Level 9 einfach. Yes, Girl, sie hat noch Level 3 erreicht. Jetzt fehlt nur noch Bewegung und Fantasie. Das geht relativ fix. Aber geh erstmal schlafen. Oh mein Gott, es ist schon wieder jemand gestorben. Warum sterben alle? Und er hat sein Projekt aber noch fertig gemacht. Sehr schön. Ja, ja, das ist meine Familie, ich weiß. Die machen das gut. Ihr macht das schon. Level 8. Yes, 1er-Schüler. Und 1er-Schüler. Ich liebe euch. Aber er bleibt natürlich so lange hier, bis er umgestylt wurde. Bro. Dir geht's, glaube ich, nicht so gut. Aber Happy Birthday. Ja, ja, verwandel dich. Aber eigentlich hast du Geburtstag, Boy. Ja, okay, dann halt nicht. Dann hat dein Bruder halt zuerst Geburtstag. Ist okay. Hey, warum nimmst du Kuchen? Why? Aber hey, er sieht zumindest wie ein normaler Werwolf aus. Nicht so wie der ein oder andere. Maeve.
ist auch fertig. So viele Geburtstage heute, I love it. Hallo, wer bist du? Warum schreibst du mir so seltsame Nachrichten? Und ich kann sagen, ich werde dein Sofa fressen oder unverständliches Kreischen. Ich werde dein Sofa fressen, ist bestimmt eine gute Antwort. Geburtstagskerzen, please. Ist mir egal, dass du Angst vor deinem Sohn hast. Happy Birthday to you. Yeah, freut sich, guck mal. Million! So, und du bist ein Perfektionist. Und du möchtest eine weltbekannte Berühmtheit werden. I love your hair. Na, 27 Minuten. Das überleben wir auch noch. Und happy birthday to you, kleine Maus. Yay, und sie ist eine Katzenfreundin. Und kreativ. So, mein lieber Wolfi, komm ran. Happy birthday. Yay, und er ist zimperlich. Er möchte Angler-Ass werden. So, sie braucht noch einen kleinen Moment. Und sie auch. Gut, dann kommt der Kuchen erstmal zurück. Er ist gut in Videospielen, deswegen sit down und spiel ein Videospiel. Und du kannst dich mal hier an das Projekt setzen. So, ich kaufe jetzt mal ein paar. Dann können die das alle machen. Hehe. Scheiße, ich glaube, das mit ihr klappt heute nicht mehr. Aber ich gehe jetzt nur mit denen allen zusammen, Cars. Lexi, yes. Happy birthday to you. Und sie ist gut. Und sozial. Girl, your hair. Maeve, you are my girl. Ach, läuft bei dir. Du machst hier niemanden wach, Girl. Nein, sie muss heute noch nicht zur Schule, okay. Dann wird sie sich auf jeden Fall um mein Projekt kümmern. Liebestag, juckt mich nicht. So, sie hat's auch gleich. Yes. Alles Gute zum Geburtstag. So, und sie ist auch eine Katzenfreundin und möchte Pyjama-Party-Löwin sein. Jetzt geht's in den Cars. Es müsste das vorletzte Mal dann sein. Dass Davian so ein Süßi ist. I love him. Und er muss protected werden. So, bye bye, Cletus. Müssen ja nicht mehr Leute hier haben, als wir eigentlich müssen, ne? So, Girl, du setzt dich jetzt auch hier an ein Projekt. Was muss das Mut? So, Lexi hat ihr Schulprojekt schon abgeschlossen. Wir geben alles. So, die haben jetzt beide nichts bekommen. Okay. So, Mutter kocht auf jeden Fall jetzt erstmal, damit wir wieder genug haben. Das Gute ist, durch die Projekte haben die ja schon alle mindestens so Level 2 oder so. In der Erwachsenenfähigkeit. Das heißt, da muss man dann nicht mehr so viel regeln. Million! Und Level 3 für Davian. So, und dann für die Teenagerphase habe ich dann auch schon mal welche. Oder zumindest, vielleicht auch für gleich. I don't know. Mal gucken. Spätestens für die Teenagerphase. Noch eine Fähigkeit perfektioniert. Ding, 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 ding. So, viel Spaß in der Schule. Nein, es ist Freitag. Why? Jetzt geht er früher nach Hause wegen seinem Ausbruch. Und jetzt hat er trotzdem das. Jetzt hat er das nicht geschafft. Oh mein Gott. Du machst mich sauer. Also die anderen sind auf jeden Fall Zweierschüler geworden. Das ist sehr, sehr gut. Aber jetzt das ganze Wochenende hier zu chillen, ist auch ein bisschen kacke. Weißt ihr, was wir machen? Weltbedürfnisabbau machen wir deaktivieren. Und dann. Warte, ich speichere vorher. Und dann cheaten wir es auf. Also halt bis Sonntag.
quasi, weil wir werden am Wochenende eh nichts machen. Und letztendlich habe ich ja auch eher Nachteile dadurch. Es ist halt jetzt nur eine Zeitersparnis. So, und dann machen wir das bis Sonntag. Und jetzt machen wir Bedürfnis wieder aktivieren. Oh, jetzt sind schon wieder Sims gestorben. Es ist Sommer. Ja, aber das ganze Spiel gerade halb gebroken, Alter. Das war kein Satz, oder? Aber ich lade mal das Ganze neu. Vielleicht wird das jetzt ja wieder was. Hallo. Okay, es funktioniert auf jeden Fall wieder. Sie tun Dinge. Also alles fit hier. Der Hausaufgabentisch wird mal für Hausaufgaben benutzt. Crazy. So, ihr seid alle ziemlich happy. Das freut mich sehr. Ich finde auch schön, dass Eleanor sich einfach verpisst hat. Sie hat nicht mehr Tschüss gesagt. Also, ich meine, ja, wir hatten das nur für bestimmte Tage und so. Aber man sagt doch dann wenigstens Bye-bye. Toll, unser Sohn ist hier nackt. We love it. Einserschüler, 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 Einserschüler. Yes. Und mehr Schulprojekte theoretisch. Also, hier kann keiner mehr irgendwie was sagen. Gegen, ja? Wir brauchen einen Kuchen. Once again. Let's play. Wie viele Schulprojekte willst du haben? So, okay, komm ran. Happy Birthday to you. Yay, sehr schön. Und du bist ein Tierfreund. Und du möchtest Meister Mixer werden. Tschüss. Happy Birthday to you. Yay, und sie ist gut. Nee, ein Bro. Und sie möchte herrlich reich werden. Happy Birthday to you. Yay, und sie ist Vegetarierin. Und sie möchte Bodybuilderin werden. Und last but not least, Happy Birthday to you. So, und sie ist Freegan und möchte Meisterfabrikantin werden. Oh mein Gott, wieso esst ihr immer diesen Kuchen? Letzte Cars-Runde, Leute. Letzte Cars-Runde. Letzte Cars-Runde einfach over. Can't believe this. Also die beiden haben auf jeden Fall schon mal Level 3 in Logik gereicht. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Yay! Pinnwand voll. Ah, okay, Schulprojekte fertig. Sehr schön. Die Pinnwand ist jetzt schon zum dritten Mal heute voll, ne? Nur um mal klarzustellen, wie viele Pop-Ups ich in diesem Spielstand immer bekomme. Genau, leg dich schlafen. Ist okay. Sie hat einfach bis spät in der Nacht hier durchgearbeitet, ne? Es ist schon wieder jemand gestorben. Wieso sterbt ihr alle? Hälfte meiner Kinder einfach tot. Gebt euer Bestes. So, sie macht schon mal einen Kuchen. Ich bin hier vorbereitet. Ich bin die ganze Zeit so fasziniert davon, wie Hammer sie noch aussieht, obwohl sie eine Seniorin ist, ne? Diese Frau hat so krasse Gene. So, wir lassen den Kuchen jetzt einfach da stehen. Oh mein Gott, wieso brennt's? Hallo, zurzeit haben wir es aber auch mit Feuer bei uns hier, ne? Löschen. Ist doch alles fit. Alles halb so wild. Boden putzen, bitte. Einserschüler, Einserschüler. Ey, Millian! Warum hat Millian das jetzt schon nicht geschafft? Happy Birthday to you. Das zögert das doch alles hier nur heraus. Okay, und sie ist ehrgeizig. Oh, und möchte Meisterin des Unfugs werden. Happy Birthday to you. So, und sie ist paranoid und möchte eine große, glückliche Familie haben. Die hast du schon. Girl, wie schlecht kann es einem gehen? Oh mein Gott, sie hat es wegen so ein Mini-Bisschen nicht geschafft. Dein Ernst? Die wollten natürlich nur, dass wir hier noch Level 10 in der Mixen-Fähigkeit erreichen. Ja, ja. Obwohl das so gar kein Ziel in dieser Challenge ist. Aber ich will einfach... Ich finde es halt einfach geil, dass sie so viele Fähigkeiten maximiert hat. Hammer. Noch jemand ist gestorben. Hallo. Diese ganze Familie stirbt einfach. So, heute ist dein Tag. Aber ist klar, dass die letzte natürlich nochmal hier irgendwie so eine Special Snowflake sein will, ne? Okay, auf geht's. So, während wir warten, können wir mal gucken. Sie hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Fähigkeiten maximiert. Und... Zwischendrin ist trotzdem hier nochmal Level 9 und Level 8, Level 5, 6, 6, hier Level 4, Level 6. Also, hör mal, diese Frau ist einfach ein halber Super-Sim. Sie hat ja auch Millionen an Zusatzmerkmalen und sie hat ja auch einige hier von den Dingern bestreben abgeschlossen.
Diese Frau ist halt wirklich ein halber Super-Sim. Ich bin sehr, sehr stolz auf sie und ich werde sie krass vermissen. Wir haben so lange mit ihr gespielt und ich kann es gar nicht glauben, dass wir jetzt gleich unser letztes Kind altern, sodass diese Challenge halt wirklich vorbei ist. Okay, Millian. Ein ehrwürdiger Moment. Oh mein Gott. Und sie ist auch eine Tierfreundin. Und sie möchte ein Nerdherrn werden. Oh mein fucking Gott. Wir haben gerade diese Challenge abgeschlossen. Ciao, Girl. Melody ist ganz allein. Sie ist eine Ömmi. Und sie hat 100 Kinder. Wir gucken uns jetzt noch einmal den Stammbaum an. So, wir gehen mal hier von links. Und ja, einige Kinder haben natürlich keine Haare mehr, weil das ja dann lange vor dem Custom-Content-Wechsel stattgefunden hat. Beziehungsweise, wo ich ja auch einige Sachen verloren habe. Ich bin froh, dass sich dieser Spielstand dann ja noch existiert hat. Es ist schon crazy. Also, wenn man so zurückblickt, also ich habe jetzt über 4 Jahre gebraucht für diese Challenge. Ich meine, wir hatten auch längere Pausen zwischendurch, aber I can't believe this. Oh mein Gott, hier sind irgendwie so 3 Babys, die sind aber schon ewig da. Ich weiß nicht, warum die da sind, aber offiziell, wenn man hier zum Beispiel bei MC Command Center drückt, steht ja auch, dass sie 103 Kinder hat. Aber es wurden halt einfach random mal 3 hinzugefügt und dann waren da halt diese Babys. Ich weiß nicht, was mit diesen Babys nicht stimmt, aber ja, es ist in Ordnung so. Dann ist das hier auch anscheinend zu Ende, dieses Let's Play, ne? 127 Folgen, 4 Jahre und ein paar Monate. Es ist einfach fucking crazy. Und ich bin so dankbar, dass ihr alle das hier mit mir durchgestanden habt. Wir hatten gute und auch schlechte Zeiten. Wir hatten sehr viele Technik-Fails und dieses Let's Play war einfach nur hilarious. Und ich habe halt dadurch meine Core-Zuschauerschaft tatsächlich bisher so gefunden. Also die meisten haben mich tatsächlich durch dieses Let's Play gefunden. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass das hier so war und dass ich mich dafür entschieden habe, das Let's Play zu machen. Weil damals war ich noch der Meinung, ich starte keine Let's Plays mit so einer kleinen Zuschauerschaft, weil Let's Plays sind so out, das guckt dann keiner mehr. Und durch dieses Let's Play habe ich so viel Traffic bekommen. Also es hat sich halt schon krass gelohnt. Und wie gesagt, ich bin einfach nur dankbar für das, was wir hier gemeinsam erleben konnten. Es lief durchweg gut, dieses Let's Play. Und es ist einfach so krass, weil letztendlich ist es ja schon sehr repetitiv. Aber ich habe halt versucht, es möglichst spannend zu gestalten. Und anscheinend hat es euch ja gefallen. Sonst wärt ihr nicht so lange dran geblieben. Und das ist auch immer die meistgeschaute Playlist. Und ich bin so krass dankbar dafür, dass auch ihr dieses Let's Play so toll fandet. Es wird hier was fehlen. Aber es ist schon ein Folge-Let's Play in Aussicht. Es wird nicht annähernd wie dieses. Und auch nicht so lange dauern, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber es wird Zeit für was Neues. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann sicher bei einem anderen Video wieder. Bis dahin und tschüss!